Also wir haben gesagt, wir wollen uns bewusst mal angucken, was gibt es für crossmediale Kanäle, weil Social Media Arbeit meiner Meinung nach nie nur auf einen Kanal beschränkt sein kann. Außer man hat eine sehr konkrete Zielgruppe. Wenn wir aber in der Kirche viele Menschen erreichen, dann müssen wir erstmal ernst nehmen, dass Menschen unterschiedliche Netzwerke sind. Und deswegen fangen wir auch tatsächlich ganz klassisch mit der Website an. Also es ist wichtig, wenn wir Social Media nutzen, dass wir auch Herr im eigenen Haus bleiben, dass wir eine Website bespielen, wo wir sagen, da können wir selber Informationen zur Verfügung stellen und niemand kann sie uns löschen. Wenn wir in digitale Welten gehen, Google und Co. haben natürlich die Macht, alles abzuschalten, Nutzungsbedingungen zu verändern. Also es ist immer sinnvoll, auch einen Ort zu haben, wo wir die Informationen verwalten. Das macht ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn man bei Graystyle zum Beispiel eine Website bucht, haben wir auch ganz viele Serviceleistungen, wo wir als Landeskirche unterstützen. Und auf der Website, finde ich, sollte immer der Dreh- und Angelpunkt sein, wo alles vorfindbar ist, wo jeder teilhaben kann, ohne irgendeinen Kanal zu brauchen. Jetzt ist aber das Problem, dass nicht alle Leute ständig auf unsere Website kommen. Laura, wie erreichen wir denn dann die Leute? Genau, dann kommen wir zu mir, nämlich zum Thema Newsletter. Das ist auch gerade in diesem Admin-System von Graystyle für alle Kirchenkreise, also ganz viele nutzen das ja schon und auch Einrichtungen, ist es ziemlich simpel, sich ein Newsletter-System dazu zu buchen. Ein Newsletter hat den großen Vorteil, dass ich alle Leute erreiche, die dort angemeldet sind. Der Nachteil ist, die Leute müssen sich erstmal anmelden an der Geschichte, aber wenn sie einmal da sind, bekommen sie immer alle, also ungefiltert alle Nachrichten, die ich mit ihnen teilen möchte. Ja. Und das ist ja auch schon mal ganz gut. E-Mail ist tatsächlich der Kanal, den quasi jeder nutzen kann. Nicht für alle der hippe Kanal, aber jeder kann irgendwo E-Mails empfangen und das sollte man auch nutzen in der kirchlichen Kommunikation. Genau, gerade wenn ich auch als Einrichtung oder Kirchenkreis auch verschiedene Themen bespiele, ob das jetzt AG Rechtsextremismus ist, oder nochmal bestimmte Veranstaltungen, habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, es gibt zielgruppengerichtete Newsletter und die Leute können sich auch eintragen und nicht jeder muss alles lesen, so wie es ja auch in Social Media oder auch auf der Webseite ist, sondern die Leute kriegen gezielt die Informationen, die sie haben wollen. Ja. Zum Beispiel hat die EKM ja auch einen Gebets-Newsletter. Wer also sagt, ich möchte gar nicht wissen, was die evangelische Jugend macht, aber ich möchte gern einmal die Woche für und mit meiner Kirche beten. Der könnte den abonnieren oder die Online-Kirche oder die Presse-News oder eben evangelische Jugenderprobungsräume und was es nicht alles gibt. Kirchenkreise sollten auch Newsletter betreiben. Die evangelische Jugend hat übrigens 4 Newsletter, nämlich. Also wir haben einen Gesamt-Newsletter für den Bereich Nord und Süd und wir haben natürlich auch nochmal unterschiedlich für den Nord, also im groben Sachsen-Anhalt und Südthüringen Newsletter, weil da ja auch einfach politisch unterschiedliche Informationen sind, die weitergegeben werden müssen und natürlich der ehemalige SMS-Adventskalender. Ja, auch sehr wichtig. Wird im Dezember wieder aktuell. Genau, so viel zum Thema Eigenwerbung. Ja, das müssen wir einspielen, dafür werden wir bezahlt. Dies ist eine Dauerwerbesendung der EKM. Wenn wir jetzt die Website aufgestellt haben, wo alle Infos sind, die wichtigen Sachen aktuell nochmal per gezielten Newsletter rausgeben, dann ist es natürlich auch interessant zu gucken, wo sind die Schäfchen, mit denen ich ins Gespräch kommen will. Und wenn man jetzt sagt, wir haben eine Gemeinde, so ich sag mal der normale Gemeindekernnutzer, 50 Jahre plus minus, das ist, glaube ich, eine Generation, die erreicht man noch sehr gut mit Facebook. Facebook war früher mal ein Studentennetzwerk, hat also in der 20er, 30er Generation angefangen. Die sind seitdem 15 Jahre älter geworden. Das heißt, wer 35 und älter ist, fühlt sich meistens auf Facebook noch sehr wohl. Die Leute unter 30 sind teilweise auch da für Gruppen, für irgendwelche Sachen. Aber da kommen wir dann gleich zu anderen Netzwerken. Auf jeden Fall würde ich sagen, Facebook ist das Netzwerk, was vom Handling, von der Machart, wie man da Sachen postet, die meisten Möglichkeiten hat. Ich kann also Dinge posten, Texte, Bilder, Videos. Ich kann Links nach außen posten, was ja in der heutigen Zeit schon was sehr Besonderes ist. Also Webseiten verlinken, zum Beispiel die eigene Seite, wo dann was ich kann Veranstaltungen erstellen. Ich kann Gruppen gründen, wo Leute gleichberechtigt diskutieren können. Und das sind, glaube ich, viele Nutzenmöglichkeiten, die Facebook für die Pflege attraktiv machen. Aber wenn man sagt, wir wollen die junge Generation ansprechen und jung heißt jetzt nicht mehr nur unter 18, sondern ich würde tatsächlich sagen, so die Leute unter 30 vielleicht, da merkt man, dass viele von denen sich nicht mehr regelmäßig auf Facebook aufhalten und dass man dafür mitunter was braucht?
Instagram wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und ich würde auch mal die Altersgrenze noch ein kleines Stück nach oben schieben. Würde sagen, nicht nur die Leute unter 30 sondern, oder unter 40, sondern tatsächlich Leute unter 50. Also auch Instagram erfährt das gleiche Erlebnis wie Facebook vor 10, 15 Jahren. Es wird immer sukzessive immer älter. Die ganz jungen Jugendlichen, also die 16-, 17-Jährigen, die verschwinden bei Instagram, weil da hängen halt jetzt die Eltern und zunehmend auch die Großeltern rum. Da wollen die jetzt nicht mehr sein. Bietet aber für uns jetzt auch die Möglichkeit als Kirche, also nicht nur als evangelische Jugend, sondern auch als Kirche, unsere Kernzielgruppe dort zunehmend zu erreichen. Instagram hat angefangen als eigentlich reines Bildportal. Ursprünglich sogar richtige Fotografen, die ihre Bilder da reingestellt haben. Ziel war es, möglich wenig Text dazu zu setzen. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren massiv geändert. Inzwischen ist es eigentlich auch eine Mikroblogging-Plattform. Also eine Zeit lang waren ja auch diese Blogs total in. Ganz viele Blogger sind aber in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, gefühlt alle auf Instagram umgezogen und haben tatsächlich auch richtige lange Texte unter ihren Bildern. Also die Idee von Instagram ist, ich poste ein Bild und setze meinen Text darunter, setze noch mögliche Verlinkungen, nicht mit einer Internetseite, sondern mit Hashtags, wonach andere auch suchen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Feld habe, ich habe eine Veranstaltung, zum Beispiel der ÖKT 21, setze den Hashtag und finde darunter alle Fotos, alle Informationen, die auf Instagram zu diesem Hashtag im Umlauf sind. Und ich kann zwar auch keine Gruppen gründen, da hast du total recht, Carsten, das ist auf Instagram nicht möglich, aber ich habe sehr viele Möglichkeiten, auch Inhalte zu teilen. Ich kann Videos teilen, ich kann Tonspuren unter ein Bild legen, ob meine eigenen oder zum Beispiel die Musik, die ich im Privaten gerade gerne höre, kann über das sogenannte IGTV, also Instagram TV, auch Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten hochladen. Oder auch sogenannte Stories teilen, die jetzt auch viele schon von Facebook kennen, weil sie dahin auch mit inzwischen umgezogen sind, wo ich kurze Clips von 15 Sekunden hochladen kann, entweder nur als Foto und die sind so für den Zuschauer auch nur 15 Sekunden sichtbar. Und insgesamt sind sie nur für 24 Stunden da. Und danach ist alles wieder gelöscht, wenn ich es nicht zusätzlich sichere. Aber auch das ist zum Beispiel, deswegen war ich gerade vorhin bei Frau Otto ganz, ganz aufmerksam, weil das ist nämlich genau das, was dann für so eine Ferienfreizeit total gut ist. Ja. Sehr gut. Also Instagram durchaus ein wichtiger Kanal. Man hört schon raus, stärker handybasiert, also fast nur handybasiert. Genau. Aber man merkt, die Mehrheit der Leute nutzt das Internet mittlerweile mobil. Es gibt immer noch Büromenschen, die sehr viel am Rechner sitzen. Ich zähle mich auch dazu. Natürlich habe ich auch das mobile Internet. Aber da muss man sagen, am Rechner ist, glaube ich, Instagram etwas schwerer zu bedienen. Lesen oder anschauen kann man sehr gut, auch über den Browser. Aber eigentlich ist das Gefühl aufs Handy optimiert. Genau, selbst agieren geht eigentlich nicht am festen PC. Genau. Und die Möglichkeit, über Hashtags zu interagieren, ist sehr groß. Das kommt eigentlich von Twitter. Wir haben uns für heute jetzt entschieden, über Twitter nicht groß zu reden, weil das eher in der Pressekommunikation oder unter Promis stark genutzt wird. Wer möchte, kann sich da gerne selbst informieren. Auch ein sehr Hashtag-lastiger Kanal. Aber was wir alle nutzen, was man auch in Gemeinden oft nutzen sollte, sind tatsächlich Messenger. Weil das, was fast alle Menschen in Deutschland nutzen, sind Short Messages, also kurze Nachrichten. Klassisch war es früher die SMS, die man für 29 Cent verschickt hat damals. Muss man heute mal hochrechnen, was das kosten würde, wenn jede Nachricht Geld kosten würde. Aber wir haben hier so ein paar Icons an der Wand. WhatsApp ist der am meisten verbreitete Kanal. Jetzt sagt der EKD-Datenschutz mit guten Argumenten, das darf man in der Kirche nicht nutzen, weil die Dinge machen, die nicht gut sind, also Nutzerdaten auswerten, Adressbücher kopieren und ähnliche Dinge. Kann man kritisch sehen, aber wenn wir vorhin gesagt haben, Kirche muss Evangelium da kommunizieren, wo die Menschen sind, ist das ein gutes Argument zu sagen, wir sollten bestimmte Dinge in der Öffentlichkeitsarbeit durchaus auch auf WhatsApp kommunizieren. Wir haben da als IKM mal ein Paper zugeschrieben. Das steht im Netz. Ich kann den Link auch nochmal in den Chat gleich stellen, wo wir Tipps haben. Wie kann man WhatsApp möglichst datenschutzkonform nutzen? Komplett sicher, komplett erlaubt geht es nicht. Aber ich sage bewusst, es ist sinnvoll, es zu nutzen, wenn man über ein paar Dinge nachgedacht hat.
Wenn man natürlich sagt, wir wollen komplett sicher kommunizieren, dann gibt es Alternativen. Threema ist ein Dienst aus der Schweiz, den ich privat sehr gerne nutze, weil man da eben nicht die Datenspionage des amerikanischen Großkonzerns hat. Gegenargument gegen Threema ist meistens, dass der Dienst Geld kostet. Man zahlt einmalig irgendwas um die 2 Euro, je nachdem wo und wie man es kauft. Ich finde, 2 Euro für meine Privatsphäre ist ein fairer Preis, wenn man danach ein Leben lang es kostenlos nutzen kann. Aber manche schreckt das ab. Und großes Gegenargument, ich erreiche nicht 80%, sondern vielleicht 8% meiner Freunde. Aber die Zahl steigt in meiner Erfahrung deutlich. Und es teilt sich allerdings ein bisschen auf. Manche Leute nutzen dann den Schweizer Dienst, andere Leute mögen Signal. Ein amerikanisches Unternehmen, was aber nicht kommerziell ausgerichtet ist, sondern auch auf sicheren Datenschutzstandards. Edward Snowden hat zum Beispiel mal sehr viel Werbung dafür gemacht. Dadurch ist Signal sehr bekannt geworden. Und in der EKM haben wir auch Gruppen, die darauf aufbauen. Kurzer Ausblick, die Online-Kirche ist gerade dabei, ein auf Matrix basierendes Tool als Messenger auszubauen, den wir vielleicht nächstes Jahr in der EKM nutzen können, aber das ist noch Zukunftsmusik. Das wäre aber unsere Eingabe, um als EKM zu sagen, wir wollen sichere Messenger anbieten. Telegram habe ich aufgeführt, einfach weil er gerade sehr beliebt ist. Datenschutztechnisch leider wenig besser als WhatsApp. Allerdings hat nicht der amerikanische Geheimdienst, sondern der russische da die Daten. Von daher kann man sich überlegen, wem man mehr vertraut. Ja, wir haben jetzt das Problem schon angedeutet, dass da auch Datenhandel passiert, dass da auch irgendwo KI dahinter sitzt, die was mit unseren Daten machen. Bei all diesen Social Media Tools, wie kann man sicher gehen, dass möglichst viele Leute unsere Sachen überhaupt sehen? Ja, sicher gehen, dass möglichst viele Leute unsere Sachen sehen, können wir leider nicht. Also außer wir bleiben bei der klassischen Webseite. Ich muss meinen Ton, da hängt noch. Jetzt kommen wir nämlich zum Thema Algorithmen. Was sind denn Algorithmen immer? Man spricht immer davon, ja, bei Facebook, Instagram, du musst auf die Algorithmen achten, du musst die irgendwie beherrschen. Einfach ausgedrückt sind die Algorithmen, so entscheiden die Algorithmen, was wir sehen und was wir eben nicht sehen. Und zwar basierend auf dem, wie wir agieren, wie wir uns im Netz, aber auch sonst irgendwo bewegen. Also der Algorithmus entscheidet zum Beispiel auch in meinem Word-Dokument, wie stark das Rechtschreibungssystem zum Beispiel agiert. Oder auch, welchen Weg mein Navigationssystem mir vorschlägt. Natürlich auch in einer Single-Börse, wenn ich mich da irgendwo anmelde, dann agieren auch natürlich Algorithmen aufgrund meiner Interessen. Da es hier um Social Media geht, ist natürlich der besondere Blick auf die sozialen Netzwerke. Wie agieren die Algorithmen da? Das Problem bei den Algorithmen ist, dass man nicht so richtig durchschauen kann, wie die eigentlich agieren. Wer sieht was, warum? Genau genommen wissen das eigentlich auch nur die großen Player, die Algorithmen einsetzen, nämlich zum Beispiel Facebook und Google. Aber selbst da ist es gefühlt gerade schon gar nicht mehr klar, wer jetzt eigentlich weiß, wie das wirklich funktioniert. Und wenn ich einmal denke, ich weiß jetzt, wie ich was wann posten muss, damit es möglichst viele Menschen sehen, kann es am nächsten Tag schon wieder ganz anders sein. Das heißt aber leider auch, dass alle Leute, die uns auf den Social-Media-Kanälen folgen, nicht automatisch das sehen, was wir posten, sondern es einfach auch wichtig ist, wie die anderen Leute agieren. Also folgen die uns als EKM, machen aber sonst immer nur was ganz anderes, dann werden sie sehr wenig bis gar nichts von unseren Einträgen sehen. Folgen Sie aber auch immer fleißig und liken und herzen unsere Beiträge, dann kriegen Sie möglichst viele Informationen von uns. Genau, also wer viel interagiert und kommuniziert im Social Media, der sieht vieles von anderen und wird auch bei vielen anderen gesehen, was natürlich auch ein gewisses Suchtpotenzial hervorruft, denn wir als Privatperson oder auch als Institution wollen natürlich möglichst viele Menschen erreichen und dafür müssen wir eben auch viel online in diesem System unterwegs sein. Aber das heißt, wer sagt, ich möchte alles von der evangelischen Jugend mitkriegen, sollte einfach ständig auf Like klicken, ständig kommentieren, ständig teilen, dann wird der Algorithmus einem mehr von der evangelischen Jugend anbieten, weil er weiß, das ist für dich relevanter Content und er möchte, dass ihr ein möglichst gutes Erlebnis auf Social Media habt und liked deswegen das, was ihr gut findet und kommentiert nicht zu viel unter Posts, die ihr nicht gut findet, weil sonst werdet ihr auch davon immer mehr angezeigt. Genau, bekommen. Denn das ist nämlich auch eine Gefahr, gerade heutzutage, wo ja auch viel über Fake News und Hate Speech die Rede ist. Wenn ich natürlich ganz viel von Verschwörungstheorien
lese und da immer die Seiten aufrufe und mir das alles durchlese, wird mir im Zweifelsfall nur noch sowas angezeigt. Das heißt, es verändert auch meine Wahrnehmung und mitunter vielleicht sogar meine Meinungsbildung, weil in meinen Augen ist ja sozusagen die Welt voll von diesem, von dieser einen Blickrichtung. Und das ist dann natürlich auch echt gefährlich, wenn man ja auch gerade aktuell sehen kann an vielen Stellen. Ja. Also wir wollen natürlich nicht dazu aufrufen, keine Kommentare mehr unter solche Posts zu machen. Es ist manchmal auch gut, politische Statements zu setzen und Sachen zu widersprechen. Aber man sollte genauso auch unter dem Bibeltext mal einen super Text posten, damit man mehr Bibeltexte angezeigt bekommt. Unbedingt. Oder setzt euer Thema entsprechend ein. Ja, also Algorithmen sind das große Geheimnis, aber in Social Media kommen wir nicht drum herum. Und du hast das sehr schön gesagt, wir wissen manchmal gar nicht, was passiert. Wir haben jetzt noch eine letzte oder ein letztes Thema, das Rechtliche. Da habe ich mal eine kleine Folie hier rangebracht, da steht ganz viel Text drauf. Das ist aber eher, was man sich hinterher vielleicht nochmal angucken kann. Es sind eigentlich nur 5 Stichworte. Das eine ist das Thema Urheberrecht. Das bedeutet, wenn ihr in euren Social Media Posts irgendetwas benutzt, was nicht von euch ist, sei es ein Bild, was ihr bei Google gefunden habt oder ein Lied, was so schön passt, geht davon aus, was fremde Menschen produziert haben, da gibt es einen Urheber und der hat das Recht zu entscheiden, was damit passiert. Und zwar bis 70 Jahre nach dem Tod. Wenn man also Kirchenlieder zum Beispiel hat von Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, sind die mittlerweile gemeinfrei. Man kann die benutzen, im weitesten Sinne. Wenn ihr aber aktuelle Kirchenmusik benutzt, geht davon aus, dass auch da mitunter noch Rechte drauf liegen, dass man da kurz drüber nachdenken muss. Neben dem Urheberrecht kann der Urheber ein Nutzungsrecht vergeben. Also er kann zum Beispiel sagen, ich bin ein Autor, ich habe ein Buch geschrieben, ich gebe dem Verlag das Recht, dieses Buch zu veröffentlichen, weil der Verlag kann das viel besser als ich alleine. Und dann macht man einen Vertrag und tritt bestimmte Rechte ab. Wenn dann jemand Drittes den Roman in Ausschnitten benutzen will, muss er nicht nur den Urheber, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr, sondern primär den Verlag, den Rechteeigentümer vom Nutzungsrecht fragen. Also da muss man unterscheiden. Es gibt in Deutschland die VG Wort für Texte, VG Bild, VG Textedition oder im Tonbereich wäre die Vertriebsgenossenschaft, die GEMA. Und bei diesen Organisationen muss man nachfragen. Als Kirche haben wir für gottesdienstliche Nutzung quasi einen Freibrief, also einen Pauschalvertrag, wo die EKD einen großen Millionenbetrag pro Jahr zahlt, damit wir das ohne weitere Nutzungsrechte oder Nutzungsgebühren nutzen können. Wenn wir andere Dinge tun, also zum Beispiel eine Tanzparty in der Kirche machen, ist das nicht mitunter nicht alles abgegolten. Von daher im Zweifel muss man da nochmal nachlesen und sich einfach bewusst machen, dass es Urheberrechte und Nutzungsrechte gibt. Wenn wir Fotos veröffentlichen, gilt das zum Beispiel auch dafür, dass wir den Fotografen um Erlaubnis fragen müssen oder vorher schon sagen, wenn du Fotos von unserem Kindergarten-Sommerfest machst, dürfen wir die im Gemeindebrief, auf der Website und in Social Media nutzen. Wenn er uns das erlaubt, ist alles safe, aber es sollte vorher abgesprochen sein. Manche Leute sagen, ihr müsst meinen Namen nutzen, meinen Namen dazu schreiben, auch dann sollte man fair sein und das tun. Wenn wir jetzt beim Kindergarten-Sommerfest fotografiert haben oder gefilmt haben, da sind Menschen deutlich zu erkennen, dann sollten wir auch diese Menschen um Erlaubnis fragen, weil sie haben Persönlichkeitsrechte. Wenn ich also zum Beispiel eine große Gemeinschaft habe, wo aber ein Kind deutlich im Vordergrund zu sehen ist, dann ist es mitunter wichtig, dass dieses Kind nichts dagegen hat, dass es sein Erlaubnis gibt und dass auch die Erziehungsberechtigten natürlich ihre Erlaubnis geben bei Minderjährigen. Wenn ich eine große Demonstration habe oder einen Zug, der durch die Stadt marschiert, dann kann es sein, dass einzelne Menschen als Beiwerk gesehen werden. Beziehungsweise der Straßenkünstler, der sich in die Stadt stellt, der will gesehen werden. Also alles, was präsentiert, was gesehen werden will, ist normalerweise auch frei zu fotografieren. Aber wenn jemand persönlich in der Stadt steht und sein Eis schlägt, heißt das nicht, dass man die Person dauerhaft fotografieren darf. Aber wenn sie zum Beispiel vor dem Dom steht und man will den Dom fotografieren und da ist jetzt dieses knutschende Pärchen im Vordergrund zufällig mit drauf, kann das als Beiwerk durchgehen, aber das hängt immer vom konkreten Bild ab. Also Persönlichkeitsrecht kann man sich auf der Seite ClickSafe zum Beispiel auch nochmal mehr zu anlesen. Juristen können da stundenlang drüber reden, ohne fertig zu werden. Für uns soll das heute erstmal reichen. Macht euch Gedanken, wenn ihr Fotos veröffentlicht. Und ein kleiner Tipp, der jetzt nicht aus der Rechtsabteilung kommt. Selbst wenn wir nicht fragen müssten,
wäre es sehr hilfreich, die Leute zu informieren und zu sagen, hey, ich habe am Sonntag ein tolles Foto gemacht, wo ihr im Garten spielt, das will ich gerne auf der Gemeinde-Website und auf Facebook und Instagram posten. Ist das okay? Dann sagen die Leute meistens ja und werden zu Multiplikatoren, weil dann gehen die nämlich auf eure Seite und liken und teilen. Wenn ihr aber nicht vorher gefragt habt, dann kommen die zufällig auf die Seite und sind überrascht, dass das Bild von ihnen da ist. Und dann sind sie eher verärgerte Nutzer. Wenn sie wissen, ihr habt sie gefragt, sind sie freudige Teiler. Also gute Öffentlichkeitsarbeit bedeutet nicht nur die Rechte ernst nehmen, sondern die Rechte auch für die Öffentlichkeitsarbeit nutzbar zu machen. Ja, als letztes noch die Impressumspflicht. Wenn ihr eine Website aufbaut, muss die ein Impressum haben. Wer ist verantwortlich dafür? Zum einen, wenn ich eine Beschwerde habe, wenn ich irgendwo was kritisch sehe oder eine Nachfrage habe, an wen kann ich mich wenden? Aber auch, wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Wenn eine Kirchengemeinde dahinter steht, hat man mitunter ein höheres Renommee, als wenn das irgendein freier Verein ist, den man theologisch nicht einschätzen kann. Also man weiß eher, ihr seid keine Sekte, wenn ihr draufschreibt, ihr seid Teil der EKM. Deswegen setzt das EKM-Logo irgendwo euch auf eure Website, weil das viele Leute wirklich wiedererkennen. Und das hilft euch, als Teil der seriösen Familie wahrgenommen zu werden. Und auch wenn das hier jemand im Internet sieht, der nicht Teil der EKM ist, wenn du seriös bist, dann mach das klar, mach das transparent. Weil je transparenter wir kommunizieren, desto seriöser werden wir wahrgenommen. Impressum zählt streng genommen auch für Social-Media-Kanäle. Das heißt, auf Facebook gibt es ein extra Impressumsfeld, auf Instagram ist es so ein kleines Streitthema. Da gibt es diesen einen Link, den man gerne für Linktree oder für andere Dinge benutzt. Streng genommen sagt der Datenschutz, da muss der Link zum Impressum stehen. Ich will da nicht zu kleinkariert werden, ich habe euch gesagt, wie es streng genommen sein muss. Pragmatisch könnte man einfach sagen, macht eine eigene Website als Linktree-Alternative, wo euer Impressum draufsteht und wo weitere Links draufstehen dürfen. Also habt ihr eine Art Linktree, also eine Auflistung von verschiedenen Links, die ihr in euren Posts inhaltlich nutzen könnt, aber auch das Impressum. Und dann habt ihr der Impressumspflicht Genüge getan und trotzdem die Funktionalität, schnelle Links anbieten zu können. Also Impressum ganz wichtig. Und für alle, die das Dokument haben, da ist ein länglicher Link drin. Da hat mal ein Rechtsanwalt ein kostenloses Buch ins Netz gestellt. Und da steht zwar überall, dieses Thema ist so kompliziert, Sie sollten einen Rechtsanwalt konsultieren, aber alles andere, was im Buch steht, ist halt sehr serviceorientiert. Und ob ihr dann den Herrn Solmecke oder jemand anderen kontaktiert, ist jedem selbst überlassen.